herzlich willkommen zu einem neuen Outlast 3 Video. Heute kümmern wir uns mal um unser Bauprojekt, nämlich möchte ich ein kleines Bergdorf bauen. Ja, dafür brauchen wir natürlich einen Berg, den habe ich hier schon mal ein bisschen vorskizziert, also nur mal die oberste Etage. Hier ein bisschen weiter drunter soll später eine Kathedrale entstehen und hier oben ein Rathaus, welches ich schon abgesteckt habe. Hier in dem Bereich soll das Ganze sein. Und damit wir das aber bauen können, müssen wir diese Fläche erstmal auffüllen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, ich bin fertig mit der Baufläche und jetzt können wir uns hier weiter um das kümmern. Ich habe jetzt hier schon mal die Außenkanten vom Rathaus abgesteckt und hier ein bisschen mit Stein gearbeitet, dass ich mir ein bisschen leichter tue beim Bauen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich hier mit der Vorderwand an und dafür habe ich diese Materialien hier und ihr seht jetzt eine schöne Timelapse davon. Los geht's! Gut, damit steht der Eingang und wir machen jetzt hier weiter mit dem seitlichen Teil. Ja, Timelapse Recorder steht bereit und damit go! So, damit stehen die beiden Wände. Ich habe die linke Seite jetzt mal ohne Timelapse gemacht, weil die eigentlich größtenteils gleich war wie die rechte. Und ja, wir kümmern uns jetzt hier um die hintere Wand, die ich ja auch schon vorgezeichnet habe, also wo die Holzstämme hingehören. Da, Timelapse ist bereit und damit los. Alle vier Wände stehen jetzt und damit können wir jetzt den Innenbereich bauen und jetzt gibt es erstmal eine fette Timelapse für euch. Viel Spaß!
Eine gute Stunde später haben wir jetzt nun auch ein Innenleben, Dekoration und so kommt noch, vertraut mir. Aber auf jeden Fall schaut es jetzt schon cool aus. Aber noch cooler wird es aussehen, wenn der Uhrenturm fertig ist und den schauen wir uns jetzt an. Wieder ist etwas Zeit verstrichen, wegen Uhrenturm, haha, ihr versteht. Egal, so sieht das Ganze auf jeden Fall von der Ferne aus, sieht schon relativ cool aus, aber wir machen direkt weiter, nämlich kümmern wir uns jetzt um das Dach und damit starten wir die Timelapse. Ich stehe hier gerade auf dem fertigen Dach und ich muss sagen, es ist super geworden, auch wenn es eine Stunde gedauert hat, aber egal, weil das Ding schaut echt cool aus. Und jetzt fehlen uns nur noch zwei Kleinigkeiten und wer aufgepasst hat, weiß schon was. Leute, hier oben bin ich, hier, hallo, hi. Uns fehlt natürlich noch die Uhr, darum baue ich die mal schnell hier hin. Und noch der Zeiger, damit ihr mir nicht auf den Zeiger geht. Hahaha. So sieht das Ganze aus. Jetzt fehlt uns nur noch eine Fahne. Diese kommt hier oben hin. Hier. Und ja, ich baue die mal schnell. Sehr schön. Und jetzt steht hier die Fahne. Tada! So sieht das Ganze jetzt bei Nacht aus, wenn es fertig ist. Hallo Creeper. Ich finde, das macht schon sehr was her. Schau ich das Ganze mal an. Mein Radius wird von Creepern besetzt. Hilfe. Ich muss echt mal ausleuchten. Wir schauen uns das Ganze natürlich auch von innen an. Einmal hier Büro Nummer 1 und Büro Nummer 2. Die wiederholen sich dann größtenteils. Und hier befindet sich das Büro des Bürgermeisters. Schreibt mir mal gerne eure Vorschläge für den Bürgermeister in die Kommentare. Und wieso komme ich da nicht hoch? Hallo? Hallo? Ah, jetzt geht's. Sehr schön. So sieht der Dachboden aus. Und das war's auch schon mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Einen schönen Tag euch noch. Und damit, ciao.